gestartet und das ist ja nicht gelungen, was dem am Ende gewonnen hat. Insofern sind wir sehr glücklich darüber, aber es gibt noch ganz, ganz, ganz viel zu arbeiten und da setzen wir morgen einfach an und da wollen wir uns vielleicht jetzt weiter sichern. Wir erwarten die Deutschen auch immer, oder wir Spieler von uns selbst auch. Und deswegen geht jeder mit Herz und Leidenschaft an die Sache. Luciano pusht uns jetzt schon von heimlich und hat eine ganz genaue Idee, wie er uns spielen will. Und das versuchen wir umzusetzen in jedem Training und jetzt in jedem Spiel. Und das klappt halt nicht immer von Anfang an, aber so langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und dann kann man auch etablieren, die Nico Schuhbrinker ein. Die kommt noch dazu und so bleiben wir noch stärker. Kann man sich nicht aussuchen. Also das ist jetzt die Gegebenheit und alle Spieler, alle Verantwortlichen des Trainerteams haben sich sofort abgefunden. Das ist die Situation, an der arbeiten wir. Und wir sind happy mit den Spielerinnen, die wir haben. Und deswegen Team Deutschland, ob jung oder alt, gibt es immer Vollgas. Wir sind ja auch nicht gewohnt, auf Top-Teams hier zu treffen in Montreux und wir freuen uns. Und das ist ein guter Einstieg, dass du gleich weißt, okay, mit welchem Level starten wir im Sommer. Und gegen Türken ist morgen, denke ich, ähnlich schwer. Obwohl ich wollte nicht den 5. Platz mussten gegen die Inneren. Und dann erst mal gucken, was der Türkei gegen Japan spielt. Und dann bereiten wir das Ganze mal vor und gehen morgen wieder an. Im Moment ist das Wichtigste das eigene Spiel. Also, dass die Türken unheimlich stark sind, dass die. Ja, da kommt Champions League-Siegerin mit aufs Feld. Und bei uns, wie heute Marie Schölze, feiert ein 18-jähriges Debüt in der Nationalmannschaft. Also, das sind Relationen, die muss man einfach ganz gucken. Ja, muss man normal einschätzen. Aber es geht um unser Spiel im Moment. Wenn wir selber uns spielen, dann ist es im Moment relativ egal, was alles ist. Deswegen eigene Konzentration. Der Modus ist immer schwer, aber wir gehen dann im Januar bei der Qualifikation das Turnier zu gewinnen und Ticket nach Rio zu lösen, weil dafür brennen wir die Sportler her, das ist das große Ziel.